Ja, Arbeitgeberwechsel in einer pauschalodierten Unterstützungskasse grundsätzlich auch möglich, wenn ein Mitarbeiter eine Versorgung über eine pauschalodierte Unterstützungskasse hat, zum neuen Arbeitgeber zu wechseln, um die Versorgungszusage mitzunehmen und zu übertragen. Dafür sind aber zwei Dinge notwendig. Erstmal ist der Punkt, der neue Arbeitgeber muss die Versorgungszusage natürlich auch wollen. Und es muss noch ein zweiter zustimmen, nämlich der alte Arbeitgeber. Wenn der alte Arbeitgeber die Zusage nicht freigibt, das heißt die Liquidität nicht übertragen will, kann er hier Veto einlegen, dann passiert nichts. Aus dem Grund ist nämlich das Thema Arbeitgeberwechsel in der pauschal dotierten Unterstützungskasse sehr selten. Das Ganze aber natürlich andersrum gesehen aus Mitarbeitersicht. Die Notwendigkeit zur Übertragung auf den neuen Arbeitgeber, die habe ich gar nicht. Den Mitarbeitern sind Bausteine zugesagt, jedes Monat 100 Euro, die er entweder vom Arbeitgeber bekommt oder die er aus der Entgeltumwandlung einbezahlt, und diese 100 Euro zum Beispiel, die werden verzinst. Wenn er ausscheidet, dann beendet die Berechnung, dann kommen keine neuen 100 Euro dazu, aber es verzinst sich alles ganz normal weiter. Und es verzinst sich bereits der erste 100-Euro-Schein ab den ersten Euro. Das heißt, egal was passiert, der Mitarbeiter kann hier nie ein Geld verlieren. Und durch so ein effizientes System ist es oft so, dass wenn das ein Mitarbeiter macht, er vielleicht nach 5, 6, 7, 8, 9 Jahren Betriebszugehörigkeit schon höhere Versorgung hat, als im anderen Fall bei 20 Jahren Betriebszugehörigkeit und einer Versicherungslösung hätte oder wenn er die eine Versicherungsunterlösung auf den anderen Arbeitgeber übertragen hätte. Also wie gesagt, es ist möglich, es kommt in der Praxis sehr selten vor und vor allem, es besteht keine Notwendigkeit dafür, weder aus Arbeitgebersicht noch aus Arbeitnehmersicht hier etwas zu übertragen. Und ich denke, das ist vom Gesetzgeber ganz gut und ganz sinnvoll auch gelöst.